für Trauer. Hallöchen, meine Freunde, weiter geht's bei Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Weiter geht's, ich freue mich. So, wir gucken erstmal ins Inventar. Aber erstmal gehe ich ein bisschen von Vatras weg, sonst redet er mir hier die ganze Zeit rein. So, und zwar gehen wir jetzt auf den Marktplatz in Ablösung für Laris. Laris kann den Hafen nicht verlassen. Ich soll mich mit seinem Aquamarinring am Finger auf dem Marktplatz zeigen und jemanden ausfindig machen, der Laris ablösen kann. Gut, nun denn. Dann schauen wir mal. Den Ring haben wir angelegt. Gell? Wie viel Gold haben wir? 692. Hier, Erkennungszeichen des Ringes des Wassers. So, jetzt schauen wir mal. Den Ring haben wir an. Hey. Muss ich mit denen reden? Oder sehen die das einfach? Hey. Es wäre einfach, sein Geldbeutel zu stehlen. Nee, ich muss mal weiter. Schauen wir später. Wie sieht es mit dir aus? Nö. Warum springst du denn? Hä? Irgendwas. Ich habe was anderes. Warum springt er denn? Schlimme Zeiten sind das. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Na, geht's dir gut? Was willst du denn noch? Ich hab nichts mehr geklaut. Ehrlich, Mann! Er redet okay. Einfach zu viel. Schlimme hey. Zeiten sind das. Der erzählt alles klar? Gar nichts. Ja. Aber vor die Stadt gehe ich nicht mehr. Zumindest nicht in nächster Zeit. Der Schreck mit dem Ork steckt mir immer noch in den Knochen. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Wie viel 16 Lernpunkte haben wir? Okay. Das darfst du keinem erzählen. Warum schaust du so skeptisch? Ich sehe, du trägst das Zeichen des Rings des Wassers. Du gehörst auch dazu. Was wäre denn? Dann würde ich dir sagen, dass Laris auf seinem Posten im Hafen abgelöst werden will. Gut. In dem Fall würde ich mich darum kümmern, dass sich jemand darum kümmert. Verstehe. Sehr gut. Gut, cool. Dann können wir direkt zu Laris, aber ich verstehe nicht, warum springt er. Das ist komisch. Ich versuche einfach mal kurz hier nochmal so. Natürlich springt er dann trotzdem, aber... Schauen wir mal hier nochmal hier so, ja, komm... So. Die Torwachen sind angewiesen, das Gesetz in aller Strenge auszulegen, um unerlaubtes Eindringen zu verhindern. Jo. So, ich hoffe, er stirbt nicht. Oh. So, und wenn wir dann schon hier im Hafen sind, dann können wir gleich die nächste Aufgabe machen, und zwar der Waffenhändler der Banditen. Martin, der Proviantmeister, der Paladiner kümmert sich um die Sache mit dem Waffenhändler. Ich finde ihn im Hafen, wo die Paladine ihren Proviant lagern. Da weiß ich, wo das ist. Da gehen wir jetzt direkt hin. Aber vorher gehen wir mal zu Laris und dann... Wenn wir dann die Aufgabe noch für Vatras gemacht haben, ich würde sagen, dann gehen wir mit Laris mal auf den Weg. Ich habe es leider nicht geschaut in der Aufnahmepause gerade, was ich in der letzten Folge am Schluss noch gesagt habe. Mit dem alten Speicherstand nochmal checken, ob das hier überhaupt funktioniert hat. So, ich habe mit Baltram gesprochen. Ich habe mit Baltram gesprochen. Er wird sich um eine Ablösung für dich kümmern. Ah, sehr gut. Dann können wir endlich hier weg. Meinen Aquamarinring behältst du am besten erstmal. Ich vermute, du kannst ihn gut brauchen, bis du deinen eigenen bekommst. Ich brauchst du das nicht. Cool, okay. Okay, lass uns losgehen. Nee, das machen wir jetzt nicht. Ich mag jetzt nochmal kurz zu Martin. Martin müsste doch hier sein, oder? Bei dem Paladin. Das ist ja hier. Ist das dieser komische? Ja, das war doch der uns immer so angekackt hat, oder? Ich glaube schon. Meine Meinung will ja keiner hören. Ich glaube schon. Ritter, die üben hier ein bisschen. Ja, Martin. Und ich spring wieder. Super. Du suchst den Mann, der an die Banditen Waffen verkauft? Sagt wer? Sagt Vatras. Oh. Was weißt du denn darüber? Nicht viel, aber ich könnte mehr herausfinden. Ach, so ist das. Ich finde es doof. Warum springt er denn mal so rein? Ich hab's mal mit der Maus gemacht. Sagst du mir, was du über den Waffenhändler weißt? Pass auf.
Wir wissen, dass ein einflussreicher Bürger des oberen Viertels dahinter stecken muss. Und einige der Waffen sollen sogar aus den Beständen der Miliz gekommen sein. Aber wer genau dahinter steckt, wissen wir noch nicht. Wenn du genug Mumm in den Knochen hast, eine Gruppe von mindestens 5 Banditen aus dem Weg zu räumen, kannst du es vielleicht rausfinden. Was ist mit den Banditen? Wir wissen, dass die Banditen zurzeit die Verbindungsstraßen zwischen den Bauern und der Stadt belagern. Außerdem weiß ich, dass es eine Waffenlieferung in den letzten Tagen gegeben haben muss. Vielleicht sind dort bei den Banditen Hinweise zu finden, die den Waffenhändler entlarven können. Wegen des Waffenhändlers. Dann zeig mal her, was du hast. Diesen Degen habe ich bei den Banditen gefunden. Der Buchstabe F ist in den Knauf geritzt. Den Ring hier hatte ein Bandit bei sich. Er deutet auf einen Überseehändler hin. Diese Liste der Lieferung von Waffen und anderen Dingen an die Banditen hier trägt die Unterschrift von einem gewissen Fernando. Ich denke, das reicht. Fernando also. Na, der kann was erleben. Und dabei tut er immer so, als könne er kein Wässerchen trüben. Ich werde dafür sorgen, dass er seine Strafe absetzt, bis er schwarz ist. Reife Leistung, das muss ich schon sagen. Watras wird sich freuen über diese guten Nachrichten. Cool. Was hast du anzubieten? Dann pass mal auf. Hui, Runenschwert. Wie viel Stärke haben wir denn eigentlich? Und wie viel Damage macht unser Ding? Das gucken wir mal. Alle Kisten noch da? Alle Kisten noch da? Mach dich ruhig über mich lustig. Steh du mal den ganzen Tag auf der Pier und versuche das ganze Chaos zu überblicken. Die Paladiner haben ein Gerümpel angeschleppt. Das ist nicht mehr feierlich. Gut, ich wollte mal kurz was gucken. Und zwar, warum habe ich denn hier eigentlich die Untertitel nicht an? Untertitel an, ich glaube. Schauen wir mal, ob das besser ist. Oder werden auch die Untertitel angezeigt, wenn die jetzt da so labern? Ich könnte mir so etwas nie erlauben. Okay. Perfekt, dann war das diese ganzen Sachen, die wir schon mal gesammelt haben. Aber wir hatten den Quest nie. Genau, die Banditen belagern die Verbindungsstraßen zwischen der Hafenstadt und den Bauernhöfen. Bei ihnen könnten Hinweise zu finden sein, die den Waffenhändler entlarven. Den haben wir schon einfach alle aufs Maul gehauen. Martin wird dafür sorgen, dass Fernando seine Strafe absitzt. Ich soll Watras davon unterrichten. Das machen wir sofort. Dann laufen wir direkt mal zu Watras weiter. Was du nicht sagst. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? So. Adamas aber sah, dass nun Ordnung und Chaos ungleich. Boah. Das hat doch vorhin auch die ganze Zeit geklappt. Warum ist es erst seit dieser Folge so? So, wegen dieses Waffenhändlers. Wegen dieses Waffenhändlers. Ich kenne den Händler, der den Banditen die Waffen liefert. Sein Name ist Fernando. Sehr gut. Hat Martin schon die nötigen Schritte eingeleitet, damit er keine Lieferung mehr tätigen kann? Ja, Martin wird dafür sorgen, dass er den Kerker so bald nicht mehr verlässt. Das hast du gut gemacht, mein Sohn. Okay. Heißt das, du wirst mich jetzt in den Ring des Wassers aufnehmen? Das war nicht unsere Abmachung. Und das weißt du genau. Möge Adanos deinen Weg erleuchten. Nun denn. So. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, auf geht's, oder? Mit Laris ein Abenteuer erleben. Das weiß doch inzwischen jeder. So. Ehrlich, ich hab's. Warum, wenn ich Leertaste drücke, warum kommt dann das Feuerding und nicht das Schwert? Nun denn, so, speichern wir mal. Und Laris, ich würde sagen, hey, machen wir uns auf den Weg, oder? Okay, lass uns gehen. Wohin? Wirklich? Das ist ja interessant. Lass uns Watras Ornament zurückbringen zu Onas Hof. Puh, ich würde sagen, das gucken wir nochmal ganz kurz nochmal schnell hier im Tagebuch.
Wir fragen natürlich, wo. Okay. Bevor ich mich der Expedition der Wassermagie anschließen kann, wie Watras erste ich dem Ring des Wassers beitrete. Hier, ich habe Laris das Ornament von Watras überbracht. Er will es selbst den Wassermagier überbringen. Ich sollte ihn dabei begleiten. Ich würde sagen, dann machen wir das doch, oder? Okay, lass uns gehen. Okay, lass uns gehen. Wohin? Lass uns Watras Ornament zurückbringen. Dann wollen wir mal. Folge mir. Okay, los geht's. So. Wohin laufen wir jetzt eigentlich? Steht es dort? Er will selbst den Wassermagiern überbringen. Okay, ich glaube, das wird eine längere Reise. Aber dafür haben wir ja Zeit. Aber Adanos fürchtete sich vor dem. Ich hatte schon die Befürchtung, dass wenn ich jetzt hier das Let's Play starte wieder, dass ich gar nicht weiß, was ich alles machen muss, wo ich denn jetzt hier ansetzen soll. Aber gut, dass es hier direkt weitergeht. Perfekt. Nee, der erzähle ich gar nichts mehr. Hopp. Den Ring für die Wassermagier, den halte ich einfach mal an, oder? Ich denke schon. Sind wir denn jetzt eigentlich in der Gruppe? Ja, gell? Also wenn er hier Monster besiegt, dann... Ups. Jetzt, wo wir außerhalb der Stadt sind und uns keiner zuhört, kann ich dir ja mal ein paar Takte erzählen. Dieses Ornament, das du mir gebracht hast, werden wir nun zurück zu Saturas bringen. Du kannst dich doch sicherlich an Saturas erinnern. Klar. Sicher. Er war der oberste Wassermagier im neuen Lager. Wir Jungs aus dem ehemaligen neuen Lager unterhalten mit den Wassermagiern immer noch gute Beziehungen. Selbst Lee würde die Wassermagier auch heute gegen jegliche Gefahr schützen, wenn es in seiner Macht steht. Damit wir immer Kontakt halten mit den Wassermagiern, bin ich die meiste Zeit in der Stadt und arbeite mit Watras zusammen. Und das hier ist die Rüstung, die jeder von uns von den Wassermagiern bekommt. Der Ring des Wassers trägt solche Rüstungen schon seit der Zeit vor den Orkkriegen. Was hat Kavalon damit zu tun? Soviel ich noch weiß, war er kein Anhänger des neuen Lagers. Du hast recht. Unsere Gemeinschaft ist gewachsen. Selbst ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile sind. Aber lass uns jetzt weitergehen. Ich will erstmal weiter von der Stadt weg. Wir können uns später noch darüber unterhalten. Klar. Ja genau, lass uns weitergehen. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Klar. So, dann speichere ich doch direkt doch mal. So. Laufen wir jetzt über die Brücke? Das wäre geil. Weil dann sind da noch die Banditen, die wir da mit Laris zertreschen, aber sonst müsste er links laufen. Okay, wir laufen nicht über die Brücke. Schade. Wäre ja auch zu schön gewesen. Hallo, Jorl. Was ist los? Geht's noch? Der Klar. Kerl da drüben hat Probleme mit Banditen. Ah. Das ist ja toll. Aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Hm. Ist das ein großer Umweg, die da hinzulocken? Ich glaube, das geht hier mega um den Berg rum. Das. Ne. Komm. Lass uns weitergehen. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Ja, ich bin schon vor dir.
Warum springe ich da denn? Aber jetzt, wenn ich Leertaste drücke, kommt das Schwert. Ich weiß nicht. Ich muss mich mit der Steuerung wieder einfinden. Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht, oder? Blaufieder. Flieder. So. Oder doch, waren wir hier schon? Da sind Wölfe, sehe ich gerade. Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht. Aber das ist ja schön. So, ich glaube, ich gucke mir echt die ersten Folgen nochmal an von mir. Bam. Nein, ich... So. Warte mal. Nee, nicht warten. Nicht du. Also ich glaube, irgendwas ist mit Alt-Taste hier komisch, weil das haut sofort rein. Das hat man gerade beim Inventar gesehen. Ich habe nur mal kurz drauf gedrückt und es haut plötzlich alles rein. Sonst war es ja immer so, dass es jedes Einzelne gemacht hat und nicht durchrattert. Das war meiner. Irgendwie reagiert die mega schnell. Da war jetzt noch ein Ring dabei. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was für ein Ring, weil das so durchgerattert ist. Kann ich das nicht einfach mal... Ich könnte natürlich... Guck, wenn ich jetzt hier mit der Maus mache, so wie gerade eben, dann ist es so. War das ein Ring? Ich glaube, das war gar kein Ring, oder? Naja. Laufen wir erstmal weiter. Hier liegt noch lauter Zeug rum, sehe ich gerade. Da links zum Beispiel. Mach mir jetzt nicht schlapp. Ja, hier, komm. Quatsch nicht so viel. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Ja. Schauen wir nochmal kurz hier vorbei. Halt, Franze. So. Okay, der haut gerade Wölfe, denke ich mal, oder? Ein Mist, viel weniger. Waren Wölfe, okay. Ja, das rattert er echt durch. Ich weiß nicht, an was es liegt. Eine Steintafel, sehr gut. Die können wir entweder an Watras verkaufen oder... Der andere da, der auch Steintafeln gesammelt hat. Ich glaube, das war der Errol, oder? War das der? Ich glaube schon. Ach. Ich pack auch mal einen. Oh, okay. Wir machen ja gar keinen so viel Damage. Perfekt. Hier schmatzt noch irgendwo einer. Da. Ach, der lebt noch. So. Da ist nichts zu. Ich liege auch einfach an der Tastatur, das könnte ich auch sein. So. Alles schön mitnehmen. Säge, Pfeil, rostiges Schwert. So.
alle schön mitnehmen. Da drüben glänzt auch noch ganz viel. Gut. So, Spruchrollen. Noch eine. Noch eine? Nö. Aber hier, ein Lederbeutel. Nicht drüber springen. So. Und noch ein. Perfekt. Und was haben wir da drüben? Ich glaube, das ist noch eine Steintafel da drüben, oder? Die glänzt so. Hm, komme ich hier hoch? Will er nicht. Hm. Ich komme echt nicht hoch. Krass. Das ist echt eine Steintafel, aber ich komme nicht hin. Na egal, dann kommen wir das später vorbei. So. Jetzt aber nochmal alles mitnehmen hier. Malarat. Den haut er weg. 50 Erfahrungen gegen die und hier sind noch Goblins. Cool. Die Wassermagier sind völlig aus dem Häuschen. Seit Wochen schon buddeln sie an einer Ausgrabungsstelle im Nordosten. Weiß der Geier, was sie denken, dort zu finden. Alles fing damit an, dass die Erde bebte, wie in den schlimmsten Zeiten der Barriere. Grauenhafte Steinwesen entstiegen der Erde und fegten alles aus dieser Welt, was sich näher als 100 Schritt an sie heranwagte. Die Wassermagier nahmen sich der Sache an und vernichteten die feindseligen Eindringlinge. Und nun buddeln sie da unten und suchen nach einer Erklärung für diese seltsamen Vorkommnisse. Aber das wirst du ja bald selbst sehen. Hm. Ja. Lass uns weitergehen, aber ich würde sagen, das machen wir jetzt in der nächsten Folge. Da gehen wir weiter. So, können wir da gar nicht hin? Müssen wir da so außen rum anscheinend? Na gut, ich würde sagen, das machen wir dann irgendwann anders. In der nächsten Folge werden wir mit Laris weiterlaufen. Ich bedanke mich fürs Zugucken und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.